Human Rights veröffentlicht in Zusammenarbeit mit der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus die 12. Ausgabe des Auswertungsberichts Rassismusvorfällen in der Schweiz. Diese Fallzahl ist im Vergleich zu den Vorjahren so hoch wie noch nie, was aber nicht gleich heißt, dass der Rassismus in der Schweiz zugenommen hat, sondern es kann auch heißen, dass Betroffenen einen besseren Zugang zu Beratungsstellen finden oder dass sie eher bereit sind, einen Fall zu melden. Das ist auch sehr wichtig, der Rassismus sehr schmerzhaft ist und man muss zuerst eine Sprache finden für diese Erfahrungen, damit man dagegen vorgehen kann. Es gibt viele verschiedene Arten von Übergriffen, von subtiler Diskriminierung mit sogenannten Mikroaggressionen, die sehr schmerzhaft sind, über Benachteiligungen bei der Arbeit oder bei der Schule, hin zu Beschimpfungen und herabwürdigenden Behandlungen. Eine beachtenswerte Entwicklung ist, dass 2019 erstmals Vorfälle mit rechtsextremen Hintergrund erkennbar zugenommen haben. Mit der Veröffentlichung des Berichts zeigen wir die Erfahrungen von Betroffenen, aber auch die Antirassismusarbeit von Beratungsstellen. Wir dürfen aber nicht dabei vergessen, dass das nur die Spitze des Eisbergs ist, denn es gibt eine hohe Dunkelziffer an rassistischen Vorfällen, die nirgends gemeldet werden oder bearbeitet werden. Rassismus als strukturelles Problem betrifft uns alle und wir müssen alle genau hinschauen, denn Rassismus hat nicht immer mit bösen Absichten zu tun oder von bösen Menschen ausgeht. Wir müssen mehr über Rassismus sprechen. Wir müssen rassistische Vorfälle melden und zivilcouragiert handeln.